Ein schmaler Fuhrweg durch zerklüftetes Dolomitengestein und schroffen Fels. Nur zu Fuß oder mit einem kraftvollen Geländewagen ist die Strecke ab der Auron zur Hütte zu bewältigen. Der Präsident vom Verein Bellum Aquilarum, Hugo Reider, kennt den Weg in den Sechstner Dolomiten wie seine Westentasche. Es ist eine Schotterpiste im Schatten mächtiger, weltberühmter Bergzacken. Wo heute das Weltnaturerbe der drei Zinnen Menschen aus aller Welt anzieht, hat vor rund einem Jahrhundert ein mörderischer Gebirgskrieg getobt. Die Spuren davon sind immer noch zu finden. Und genau um diese Zeugnisse der Vergangenheit geht es den Mitgliedern des Vereins. Die Geschichte des Gebirgskriegs soll nicht vergessen werden. Als im Mai 1915 Italien, Österreich-Ungarn den Krieg erklärte, verlief die Grenze beim Kreuzbergpass in Sechsten. Bald entwickelten sich die Dolomitengipfel dagegen zu einer der dramatischsten Fronten des Ersten Weltkriegs. Eine Front in bis dahin nie gekannter Höhe. Mit all den Gefahren, die Fels und Eis und Schnee noch zusätzlich mit sich brachten. Wer die Berge hat, dem gehören auch die Täler. Nach diesem Motto planten beide Heere ihre Kriegsstrategie fürs Gebirge. Entlang der Front wurden Tunnels gebaut und Kavernen in den Fels gehauen. Zahlreiche Schützengräben und Verteidigungswälle wurden errichtet. Der 2005 gegründete Verein Bellum Aquilarum setzt diese Kriegszeugnisse instand. Wir versuchen halt, die Geschichte am Leben zu halten, weil es... Wenn an niemand drauf stoßt, dann wird's vergessen. Und das soll nicht vergessen werden, was da geschehen ist. Weil was die Leute, auch wenn der Krieg da ziemlich kurz war, im Grunde waren es 2 Jahre, aber es war ein hartes Leben da. Winter 15, 16, das war der schneereichste Winter im ganzen Jahrhundert. Da sind 26 Meter Schnee gefallen. Das hat auch ermöglicht, dass man Schneetunnels gegraben hat und Angriffe unterm Schnee durchgeführt hat. Also das muss man sich vorstellen, dass man unter 4 Meter oder 5 Meter Schnee einen Tunnel grab, um die feindliche Stellung zu erobern. Eine besonders imposante Tunnelanlage ist bis heute im Fels erhalten geblieben. Der Stollen verläuft quer durch den 2744 Meter hohen Paternkofel, einem Grenzberg zwischen Südtirol und Belluno. Die italienischen Soldaten kämpften sich jahrelang in mühevoller Arbeit durchs Gestein. Der Tunnel sollte als Nachschubweg dienen. Allerdings war er erst 1917 fertiggestellt, als die Front bereits weiter südlich verlief. Inzwischen ist der alte Stollen abgesichert und als Klettersteig begehbar. Der Name De Luca Innerkofler Klettersteig erinnert an zwei Bergführer, die sich im Krieg hier als Feinde gegenüberstanden. Am Höhenkamm oberhalb der Dreizinnenhütte waren die österreichisch-ungarischen Truppen stationiert. Auch hier hat der Verein die unterirdischen Kavernen und Schützengräben freigeräumt. An das harte Schicksal der Soldaten am Berg erinnert der Name des Vereins: Bellum Aquilarum, Krieg der Adler. Das war eigentlich, weil die Stellungen auf den Berggipfeln oben seien, so wie die Horste für die Adler. Dann haben wir gesagt, ja, das benennen wir es nach die Adler, Krieg der Adler. Weil man ist praktisch die zwei Gipfel mit vielleicht nur 100 Meter entfernt, die verfeindeten Stellungen, so wie ein Adlerhorst halt oben hingepickt ist an den Berg. Einzigartig ist das Freilichtmuseum in Sechsten, das der Verein aufgebaut hat. An Originalschauplätzen, etwa bei der Elferscharte und der Rotwandspitze, soll Geschichte hautnah erfahrbar werden. Fachkundige Mitglieder im Verein bieten dazu auch regelmäßig Führungen an. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Erster Weltkrieg und mir hat das Gesamtkonzept vom Verein sehr gut gefallen. Also Spuren der Geschichte heißt das Projekt, das der Verein 2005 gestartet hat. Und da ist sehr viel spannende Arbeit mit dabei, von Forschungsarbeit über Ausstellungen, Führungen, Freilichtmuseum. Und das hat mich inspiriert, mit dem Verein zusammenzuarbeiten. 2010 wurde das Freilichtmuseum fertiggestellt.
Es umfasst inzwischen 5 Sektoren. Die leichteste der geführten Touren ist jene von den Rotwandwiesen auf die Anderter Alpe. Der Weg verläuft entlang der Strecke, auf der einst die österreichischen Soldaten vom Basislager aus zu den höher gelegenen Kavernen und Stellungen kamen. In aufwendiger Arbeit hat der Verein an 19 besonders markanten Stellen Stationen mit ausführlichen Schautafeln angelegt. Wie viel Arbeitskraft und Materialaufwand waren notwendig, um den Krieg im Gebirge zu führen? Anfangs musste das meiste per Hand transportiert werden, Kanonen sogar bis auf 3000 Meter Höhe hinauf. Felsnischen wie das steinerne Törl wurden genutzt, um in sicherer Deckung Baracken zu bauen. Die Front verlief direkt auf den Berghämmen, in unmittelbarer Schusslinie. Die Soldaten mussten, im Unterschied zu den Wanderern heute, nachts unterwegs sein, um vom Basislager aus für Nachschub zu sorgen. Viele von ihnen stammten aus anderen Regionen der Donaumonarchie und waren kaum bergerfahren. Dass die einstigen Kriegspfade und Stellungen überhaupt sichtbar sind, ist der Arbeit des Vereins zu verdanken. Die Mitglieder haben alte Landkarten studiert und Spuren in der Landschaft gesucht und freigelegt. So wurden auch die Überreste der ehemaligen Materialseilbahn zur Elferscharte hinauf entdeckt. Die Seilbahn gehörte zu den technischen Neuerungen, die im Lauf des Kriegs entstanden, um die Höhenstellungen zu versorgen. Bis zu 100 Kilo Last konnte sie transportieren. Das Material für den Bau stammte zum Teil aus den leerstehenden, evakuierten Höfen in Sechsten. Auch in den einstigen Soldatenunterkünften haben die Mitglieder von Bellum Aquilarum Zeugnisse aus dem Dorf gefunden. Das wäre der Eingangsbereich zu dieser Kaverne, wo ich Ihnen vorhin die Betten gezeigt habe. Also man hat Türen mit hinaufgeschleppt, man hat Fenster hinaufgetragen, die man zum Teil bei den Bauernhöfen unten im Tal ausgebaut hat. Also es gab da wirklich Höfe, wo keine Fenster mehr drinnen waren, weil man sie alle gebraucht hat für die Höhenstellungen. Oder auch Türen hat man mitgenommen. Die ehrenamtlichen Mitglieder im Verein kümmern sich um den Erhalt der Kavernen. Durch gezielte Maßnahmen sichern sie den jetzigen Bestand gegen weiteren Verfall und Plünderungen. Wenn wir auf dem Berg oben sind, dann werden hauptsächlich Stellungen ausgeräumt, weil auch viel Müllabfuhr drin ist. Leider, aber sie ist alle Jahre wieder drin. Diese Arbeit bleibt bis in 30 Jahren auch noch. Und sonst wird auch wenn in Stand gehalten, Neues dazu wird nicht mehr gemacht. Oder hat, wir probieren es auch so zu erhalten, wie sie jetzt ist, was eigentlich der Sinn ist. Dass auch für die Nachwelt erhalten bleibt. Ich habe einen familiären Bezug, weil ich im Rahmen meiner Diplomarbeit an der Uni Innsbruck ein Kriegstagebuch meines Urgroßvaters Karl Ausserhofer ausgearbeitet habe. Und seitdem beschäftigt mich diese Geschichte auch im Detail. Die Heeresleitung hat es durchaus unterstützt, dass Soldaten Taschenkalender erhielten und sich darin Notizen machten. Heute sind diese persönlichen Quellen von großem historischen Wert, um die Erlebnisse der einfachen Soldaten besser zu begreifen. Also interessant bei den Aufzeichnungen von meinem Urgroßvater, als er noch im Hinterland war, da war noch keine Gefahr da und er hatte Zeit, viel zu schreiben. Wenn dann die Gefahr groß war, schreibt er manchmal auch nur 2-3 Sätze pro Tag. Wenn weniger Gefahr da war, kann es schon mal sein, dass er 1-2 Seiten schreibt. Und manchmal half das Schreiben auch beim tagelangen Warten im großen Barackenlager. Bei der historischen Führung dorthin treffen 2 Gruppen aufeinander. Deutsche und italienische Urlauber. Vor rund 100 Jahren hätte man sich als Feind gegenübergestanden. Heute hingegen sind alle neugierig darauf zu erfahren, wie die andere Seite die Erlebnisse von damals sieht und interpretiert. Nahe der Geröllrinne unterhalb des Elferkofels ist die letzte Station. Was bisher nur aus Geschichtsbüchern bekannt war, bekommt hier direkt vor Ort eine neue Dimension. Erschütternd und beeindruckend zugleich. Im steinernen Zickzack-Labyrinth der Schützengräben können die Wanderer nachempfinden, wie bedrohlich und beklemmend es einst hier war. Doch,
Es gehört zur besonderen Tragik des Kriegs, dass zwei Drittel der Soldaten nicht etwa im Kampf starben, sondern durch die furchtbaren Bedingungen im Hochgebirge. Das Spannende bei den Führungen, die wir im Freilichtmuseum anbieten, ist der Kontakt und der Dialog mit den Gruppen, also mit den einzelnen Personen. Ich erfahre immer wieder sehr Neues, Interessantes, weil jeder ja irgendwelche Vorfahren hat, die am Krieg teilgenommen haben. Und so ergeben sich hier sehr interessante Begegnungen und spannende Geschichten. Schauplatzwechsel zur Festung Werk Mitterberg unterhalb des Kreuzbergpasses. Der Verein hat auch die Führung dieser Verteidigungsanlage übernommen. Sie wurde im 19. Jahrhundert erbaut und auch im Krieg genutzt. Welcher Ort könnte sich besser eignen, um Fundstücke und Kriegsrelikte wirkungsvoll zu präsentieren? Bellum Aquilarum hat nicht nur zahlreiche Gegenstände aus den Schützengräben und Kavernen sichergestellt und dokumentiert. Der Verein stellt diese besonderen Zeugnisse im Werk Mitterberg auch aus und bietet Führungen an. Im Fels und unter dem Eis hat sich so einiges erhalten, auch wenn der Zahn der Zeit daran nagt. Dass im Verein erfahrene Kletterer und geschickte Handwerker mit dabei sind, ist ein großer Vorteil. Ja, unten haben wir einen Bilderraum gemacht und konstruiert und aufgehängt und ein paar so Nischen hingebaut, Ausstellungsnischen, wo man kann auch wieder ein Zeug drauflegen und das ein bisschen besser wirkt. Weil es ist eher der Raum groß ist für die ganze, für eine Ausstellung und sie monoton und dann hat man ein paar Stellen gemacht und das sehr hart. In den eindrucksvollen Gewölben ist nun eine Fotoausstellung zu sehen. Sie dokumentiert das Leid der Sechstner, die gleich zu Kriegsausbruch ihr Dorf verlassen mussten. Was natürlich in Sechsten hauptsächlich ein großes Problem war, dass in Brand geschossen worden ist, das Dorf. Nicht? Und das sind unsere Leute, meine Eltern, die im angemessen Auswandern, im angemessen die anliegenden, angrenzenden Dörfer gehen, doch zu überleben, deutsch gesagt, nicht? Und dann wieder zurückgekommen sein und eigentlich ein zerschossenes, zerbombtes Haus gefunden haben. Die Fotos zeigen, dass das Sechstner Tal und die Grenze am Kreuzbergpass hart umkämpft gewesen waren. Doch trotz der Zerstörung kehrten die Sechstner nach Kriegsende so schnell wie möglich in ihr Dorf zurück. Bei den Führungen nehmen Einheimische, aber auch Touristen beider Sprachgruppen regen Anteil an der Geschichte des Gebirgskriegs. In der Ausstellung stehen die Überreste und Zeugnisse beider Armeen heute Seite an Seite nebeneinander und laden zum Vergleich ein. Die ersten beiden Jahre im Verein waren die interessantesten. Wir hatten damals junge Leute aus Leoben zu Gast. Die Leobener Blaumützen. Das ist eine länderübergreifende Friedensinitiative von Studenten aus Österreich, Ungarn und Polen. Vor 100 Jahren haben wir einander bekämpft. Heute arbeiten wir zusammen, um die Spuren unserer gemeinsamen Geschichte zu bergen. Was für eine Genugtuung. Kontakte mit Schülergruppen, mit interessierten Gästen, mit Historikern von überall her. Der Verein Bellum Aquilarum hat viele Details rund um den Gebirgskrieg erstmals entdeckt und erforscht. Wir haben auch sehr viel Quellenarbeit betreiben müssen und sind in Archive gegangen, vor allem ins Kriegsarchiv in Wien, um diese Spuren auch deuten zu können, die wir vor Ort gefunden haben. Und unser Ziel war es eben, diese Spuren, die wir finden oder gefunden haben, aufzuwerten und zu bewahren. Und diese Spuren zeigen vor allem eines. Im Krieg im Hochgebirge kann letztlich niemand gewinnen. Schnee und Fels werden immer die stärksten und unberechenbarsten Gegner sein.